Bislang hat Sky-Moderator Ricardo Basile den Let's Dance-Stars der letzten Jahre beeindruckt vom Sofa zugeguckt. 2022 bringt er die Zuschauer hoffentlich selbst zum Staunen. Mit seiner Teilnahme an der Tanzshow wird für den 30-Jährigen ein kleiner Traum wahr, denn er ist schon seit Jahren ein riesiger Fan. Und er kommt, um abzuliefern? Auch ohne Vorerfahrung? Ich bin nicht der größte Tänzer, aber ich kann ganz schlecht verlieren und werde dem Erfolg alles unterordnen. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson will er sich am liebsten unter die Top 3 tanzen. Welche Berührungspunkte er schon mit der Tanzwelt hatte und wovor er auf dem Tanzparkett am meisten Angst hat, verrät Ricardo im Video. Ricardo ist der jüngste Moderator bei Sky und hat seine eigene Sendung. Ricardo Basile wurde 1991 in Fulda geboren und wurde in den letzten Jahren vor allem als Moderator auf Sky bekannt. Schon während seines Studiums der Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Romanistik in Bamberg arbeitete er als Praktikant und freier Mitarbeiter für die Sportredaktion von Sky Deutschland, der er nach seinem Studium weiterhin als freier Mitarbeiter treu blieb. Von der Presse als Senkrechtstarter gefeiert, ging es für Basile seither bei Sky immer weiter bergauf. Seit 2017 ist er dort beispielsweise für die UEFA Champions League im Einsatz. Und seit der aktuellen Saison ist der 30-Jährige auch als Field-Reporter in den Bundesligastadien der ersten Liga unterwegs. Mit Meine Geschichte, das Leben von bekam der Deutsch-Italiener 2020 sogar seine eigene Sendung auf Sky, in der er Sportstars wie Dortmund-Kapitän Marco Reus oder Basketballstar Dennis Schröder trifft. Sein Erfolgsformat ist beim Sender das meistausgestrahlte Format im Sportbereich. Auch im kommenden Jahr 2022 wird er bei den größten Sportlern des Landes wieder zu Gast sein. Glückliche Beziehung mit Ex-Bachelor-Siegerin Clea Le Cihun? Neben Sport zählt übrigens auch die Mode zu Ricardo Basiles Leidenschaften, weshalb er 2016 sein eigenes Modelabel BOLZR gründete, welches er bis heute leitet. Zudem arbeitet der 30-Jährige als Brand Ambassador für L'Oréal, Breitling und Panasonic.